Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspieler Zwergenfreunde zu Baldur's Gate. Jo. Wir sind das letzte Mal auf dieser Insel gestrandet, nachdem wir für einen Mann, einen Forscher, wie auch immer, was auch immer ist, in Ulgots Beard, also hier oben, eine Forschungsreise auf uns genommen haben. Er hat nämlich gemeint, irgendwo hier außerhalb im Schwertmeer, im Meer ohne Spuren, das hier ist ja das Schwertmeer, hier die Küste so, aber im Meer ohne Spuren wäre irgendwo eine Insel, auf der Baldurans Schiff gestrandet ist. Dieses Schiff sollten wir für ihn suchen. Ja, und jetzt sind wir wahrscheinlich auf derselben Insel gestrandet. Jedenfalls haben uns das die Bewohner, die hier... Wow, Leck. Böser Leck. Haben uns das die Bewohner hier von dieser Insel gesagt. Gut, und wir wollen uns bei diesen Bewohnern mal weiter umhören. Von ihm haben wir ja schon was über die Werwölfe, die es hier geben soll, erfahren. Nichts leichter als das. Und bei ihr wirken die Schuhe mal wieder nicht. So. Jetzt aber. Gut. Wir können uns hier noch weiter umschauen. Außenseiter? Ja, und die sagen alle, wir sind Außenseiter, genau. Ihr seid anders. Möge der Mond euch zulächeln, während ihr gegen diese blutrünstigen Bestien kämpft. Okay. Ihr seid dumm, nicht wie die anderen. Was, wir sind dumm? Geht es euch besser? Ich muss bald gehen. Ich würde gerne länger mit dir sprechen. Wie kommt es, dass du hier lebst? Also das Mädchen, das hat uns hier begrüßt, als wir angekommen sind. Angeht, ich kann mich nicht länger mit dir abgeben. Also ja, was hat sie denn noch zu sagen? Mami sagt, die Urgroßmutter kam hier auf einem Schiffshaus wie eurem an. Dann ist irgendwas passiert und sie mussten schwimmen. Sonst hätten die Fische sie erwischt. Das Schiffshaus ist hier irgendwo, glaube ich. Wir dürfen da nicht hingehen. Sehr interessant, ich muss jetzt gehen, doch vielleicht treffen wir uns später. Du scheinst nicht besonders erschrocken, mich zu sehen. Wie oft kommen Fremde hierher? Nicht sehr oft und sie wollen nicht immer Freunde werden. Das jedenfalls sagt Mama, aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der nicht dazugehört, bis ich euch getroffen habe. Ihr riecht immer noch komisch, aber jagt mir keinen Schrecken ein, nicht wie die Bestien. Die Bestien, wovon sprichst du? Die Bestien sind furchteinflößend. Manchmal sehen sie aus wie wir, aber dann ändern sie ihre Gestalt und werden gemein. Vielleicht, aber ich sollte deine Leute treffen. Ja, das hatten wir ja eigentlich alles schon. Gut. Mal sicherheitshalber einen Quicksave machen. Und dann gucken wir uns weiter um. Vielleicht läuft das Spiel dann ein bisschen besser. Es läuft nämlich gerade heute ein bisschen komisch. So, gucken wir mal in die Hütte. Okay, die wurde gleich geladen. Nichts leichter als das. Hier ist nichts drin. Also ja, wir schnorren uns ein bisschen Vorräte, wenn wir denen schon helfen, irgendwelche Werwölfe, also nach der Beschreibung sind es ja Werwölfe, zur Strecke zu bringen. Beinahe unter meiner Würde. Dann wollen wir uns auch ein bisschen Unterstützung von denen zusichern. Hier ist ein Steg rüber. Und da Talisa mit dem Schuhen so am schnellsten ist, machen wir das mal mit ihr alleine bürgerlicher. Also ja, die haben hier kleine Basis. Und hier haben sie noch Häuser. Du bist ein bürgerlicher. Solche wie ich. Okay, der sagt auch nichts Neues. Gucken wir mal, ob wir uns einfach bedienen dürfen. Brandöl. Ja, wenn mehrere Werwölfe kommen, können wir die mit Brandöl bewerfen. Beinahe unter meiner Würde. Die haben es nämlich nicht so mit Feuer, hoffe ich mal. Vampire haben es jedenfalls nicht so mit Feuer. Okay, hier ist ein etwas größeres Haus. Gut. Das ist verschlossen.
Das ist auch verschlossen. Und dieser ist dann auch verschlossen, ja. Okay. Beinahe unter meiner Würde. Ja, komisch. Ich hab genug im Moment, davon. Du gehst mal dahin, auch wenn das etwas dauert. Während wir uns mit Talisa weiter umschauen. Ah, hier geht's über eine Sandbank. Zu einer abgelegenen kleinen Insel. Hier könnte man ein schönes Haus hinbauen. Falls wir es nicht mehr von der Insel runter schaffen, können wir uns da niederlassen auf dem kleinen Inselchen und fischen. So, gucken wir hier rein. Gut. Bürgerlicher, werdet ihr retten uns vor den Bestien? Ich denke, dass ich mich während meiner Ferien nicht allzu sehr anstrengen sollte. Ich werde die abscheulichen Bestien bezwingen, ja. Okay, hier ist auch abgeschlossen. Da kommen wir nicht ran. Aber da ist nichts drin, okay. Nichts leichter als das. Immerhin ist fast angekommen, gut. Gehen wir erstmal hier an der Küste lang, bis wir nicht mehr weiter können. Genau, weil hier sind scharfe Felsen. Und die Mäule ist angekommen. Sehr gut. Ah, Heiltränke. Sehr schön. Ein paar Perlen. Feuerriesenstärke-Trank. Regenerationstrank. Oh, schick. Und hier? Ist nichts drin. Okay. Ansonsten ist hier nichts. Gut. Können wir mit Immoin wieder raus. Und hier oben rein. Denn ich verschwinde jetzt. Ja, beinahe unter meiner Würde. So, Talisa geht mal hier weiter. In dem Haus waren wir auch noch nicht drin. Hm? Nein, das steht hier auf in einem Steg. Also ja, sie haben kleine Fischerboote, aber mit denen kommen sie nicht mal über die Sandbank drüber. Gucken wir mal hier rein. Ja, Kumpel. Unerschrockene Forscher seid ihr? Doch keine Matrosen. Euer Gang ist anders. Ein alter Seebär wie ich sollte das wissen. Ich bin Talon, einst ein Matrose von Am und jetzt ein stolzes Mitglied dieses Clans. Wie es schon sagte, wir sind keine Matrosen mit Leib und Seele. Seid ihr etwa einer? Das sagt er eigentlich gerade. Ihr scheint über das Leben außerhalb dieser Insel Bescheid zu wissen. Gibt es auch eine Geschichte dazu? Kümmert euch um euren eigenen Kram. Nehmen wir mal die Geschichte. Wir segelten nach Maztika und kehrten beladen mit Gewürzen zurück. Plötzlich wurde das Schiff von einem Kraken angegriffen und unter die Wellen gezogen. Diejenigen, die überlebten, wurden einer nach dem anderen in das Maul des Kraken geschoben und verspeist. Ich klammerte mich an den Planken des Schiffs fest und irgendwie verfehlte der Krake mich. Tagelang trieb ich auf dem Wasser, aß meine Schuhe und trank nur Regenwasser. Das klingt toll. Schließlich trieb mich der Wind zu dieser Insel. Da ich den Bewohnern neue Verfahren für den Fischfang und den Landbau beibrachte, nahmen sie mich in ihren Clan auf. Der Clan ist hier seit Baldurans Zeiten. Versteht ihr? Sie brauchten dringend das bisschen moderne Technik, das ich zu vermitteln hatte. Es ist eine fantastische Geschichte, das muss ich zugeben, aber ich schwöre, dass sie wahr ist. Naja, wir sind auf dieser Insel, das muss das wahr sein. Wie kommt es, dass die... was könnt ihr uns über Baldurans letzte Reise erzählen? Wie kommt es, dass die Nachkömmlinge von Baldurans Mannschaft nicht in der Lage sind, der Insel zu entkommen? Oder anders gefragt, warum hat die Mannschaft von damals kein Schiff gebaut oder ist nach Hause gesegelt? Das ist doch alles Lügelmärchen. Kraken, die eigenen Schuhe essen, nur ein Narr würde euch zuhören. Was könnt ihr mir über Baldurans letzte Reise erzählen? Ich selbst weiß nur ein bisschen von der Geschichte, über die Einzelheiten ihrer Gefangenschaft. Hier schweigen sie sich aus. Die Mannschaft legt hier an, um ihre Vorräte aufzufüllen. Sie wurden von wilden Lykanthropen angegriffen. Wölfen, die sich in Männer verwandeln konnten, wenn sie es wünschten. Also ja, Werwölfen. Während der Schlacht wurde das Schiff in Brand gesteckt und die Wolfsbestien trieben die Mannschaft auf diese Seite der Insel. Die Kämpfer kämpften, bis es zu einem Stillstand kam. Die Mannschaft erbaute dieses Dorf und die Wolfsbestien nahmen das Schiff in Besitz.
Zwischen einzelnen Gefechten ging das Leben weiter. Die weiblichen Mannschaftsmitglieder suchten sich Ehemänner und gründeten Familien. Heute sind die Dinge mehr oder weniger so wie damals. Also ja, die stecken hier wirklich in der Zeit fest. Gibt es sonst noch etwas, was wir wissen sollten? Warum hat die Mannschaft kein Schiff gebaut? So einfach ist das nicht, naive Landratte. Balduran und sein Ratgeber, Dradel, sind seit der Schlacht verschollen. Niemand ist sicher, wo diese Insel liegt. Ein Versuch wurde jedoch unternommen. Vor nun mehr fast einem Jahr baute der Fischer unter meiner Anleitung ein kleines Boot. Seeland Garn, unser Anführer, und Kaishas Ehemann segelte damit zum Festland. Seitdem haben wir nichts mehr von ihm gehört und nebenan, dass er tot ist. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, doch werde ich euch einen Ratschlag geben, den ich nie erhielt. Seht euch vor, nichts auf dieser Insel ist, wie es scheint. Nicht die Leute, nicht die Monster und auch nicht ich selbst. Tut, was ihr tun müsst, tut es schnell, ihr habt nicht viel Zeit. Gut. Gehst du jetzt oder bleibst du hier stehen? Ja, Kumpel. Ich hab zu tun, lasst mich alleine. Gut, wieder verschlossene Kisten nehme ich an. Ja, fast. Ja, und Imoen ist angekommen. Jetzt. Okay. Was haben wir hier? Wendigkeitstrank und ein Juwel, was wir nicht mitnehmen können. Mist. Hehehe. Weil wir zu sehr beladen sind. Okay. Dann geht Imoen mal kurz zur Truppe zurück. Die hier am Tor wartet. Was wollt ihr? Während wir mit Talisa und so weiter umsehen. Beinahe unter meiner Würde. Oh, und achso, der steht da. Ich habe schon gedacht, der wäre verschwunden. Nichts leichter als das. Aber er steht noch da rum. Gut. Hier am Fisch sammeln sich schon Fliegen. Eine bürgerliche, noch ein kleines Mädchen. Die bauen hier... Sieht fast aus wie Bambus, was sie hier anbauen. Auf jeden Fall scheinen sie daraus irgendwas herzustellen. Ich habe meine Püppi verloren. Oh. Mein Name ist Fating und ich bin erst 5. In ein paar Jahren wird mein Papa mich jagen gehen lassen. Dürft ihr schon jagen gehen? Nein, ich bin erst 3, also lassen Sie mich nur fischen und Puppen spielen. In der Tat, kleines Mädchen, ich kann nach Belieben jagen. Ich bin der Meinung, dass alle Tiere in Ehren gehalten und bewundert werden, nicht gejagt und getötet werden sollten. Nun, eigentlich würde ich das Unterste nehmen, nur gibt es hier eine Kleinigkeit, die ich auch schmerzhaft erst lernen musste. Wenn wir nämlich hier das Falsche wählen, dann verbauen wir uns eine Quest. Deswegen müssen wir wirklich sagen, wir können nach Belieben jagen, auch wenn wir es nicht wirklich tun würden. Also eigentlich entspricht es ja der Wahrheit, wir dürfen und können jagen, wir sind alt genug zum Jagen. Wir haben auch schon den ein oder anderen Verbrecher gejagt, so gesehen. Sarivok zum Beispiel, den jagen wir ja immer noch. Also ja, sagen wir, ja, ich darf nach Belieben jagen. Ihr habt Glück, ich mag euch nicht. Okay. Stinkst. Und jetzt wird sie immer schlimmer, das Mädchen. Wenn ihr wollt, können wir Freunde sein. Also erstmal sagt sie, sie mag uns nicht und jetzt wollen wir Freunde sein. Das Mädchen ist seltsam. Ich habe mein Püppchen draußen im Wald verloren. Und der Torhüter lässt mich nicht hinaus, um es zu holen. Könnt ihr es für mich holen? Wenn ich es auf meiner Reise finde, werde ich es dir zurückbringen. Danke, ihr könnt auf dem Rückweg mit der Puppe spielen, wenn ihr wollt. Danke, das werde ich. Ja, das ist eine sehr makabere Quest eigentlich. Oh, du bist bewaffnet. Mich kümmert's nicht. Okay, Imoen ist schon mal wieder hier. Dann gibt sie mal Linz die Dinger hier. Ja, hier hat den Trank. Haben wir auch einen Regenerationstrank irgendwo rumfahren? Nö. Dann gibst du dem mal Kali drüber. So, haben wir sonst noch irgendwas, was Platz wegnimmt? Wendigkeitstrank. Haben wir solche irgendwo? Nee. Wendigkeitstränke sind auch ziemlich... Obwohl, Rüstungsklasse... warte, halt.
Geschicklichkeit 18. Das könnte Kalid eigentlich in manchen Fällen gut gebrauchen. Ihre Geschicklichkeit haben wir schon auf 18. Oder Minz-Geschicklichkeit. Da kriegt er ordentlich eine ordentliche Ausweichchance. So, und Heiltränke, die gehen auch erstmal zu Minsk. Da nehmen sie keinen Platz weg. So. Du bist ja ein komischer Kauz. Okay, die schicken wir dann erst einmal wieder hier hin. Ich hab genug davon. In die Hütte. Was?